Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Butchern von Kalle den Ultramapper. Sind wir mit meinem Lenkrad ist aber auch nicht tüffig. Ich hab vergessen aufzuhören. Wir haben ja in letzter Folge hier den Viehlaster gekauft und die Kuhweide gesetzt. Und jetzt wollen wir eben gucken. Sag schnell. Wie die Kühe auf die Weide kriegen, ne? So ist der Plan dahinter. Die Vieh-LKW haben wir uns gekauft, weil wir ja eh hier auch noch die Schafe demnächst durch die Bude, durch die Gegend fahren müssen. Und dann bietet sich das an, direkt einen LKW mal ausnahmsweise. Ich habe den eh noch nicht getestet. Ich wollte den eh mal testen. Und deswegen müssen die Schafe ja auch immer hin und her fahren und Kühe dann auch, und dann ist es vielleicht ganz sinnvoll, sich so ein Moped zu kaufen, ne? So, dann müssen wir nur sehen, dass wir an Trigger dran kommen. Außerdem die Fleischrinder müssen auch an der Spazieren gefahren werden. Dann passt er. Guckt euch das an. Cool, ne? Klappe wieder auch auf. Ja, das ist immer nobel, oder? Jo, einladen. Auswahl. So viel wie reingehen. In den Raum einladen. Jo. Gehst du jetzt nicht zu, oder? Cool, ne? Das ist ja nice, oder? Fahren wir die eben rüber. In unserer BGA lang, ne? Auf die Viehweide. Da, wo sie hingehören. Mal eher. Wir stehen hier im Tiertrigger, oder was? R. Ausladen. Was ist denn hier los? Ist das hier hinten? Hier hinten, okay. Auswahl, 2 Stück, in den Stall ausladen. Ja, danke. So, Feuersalamander, klappt dich mal wieder ineinander. Und für die nächste Ladung. Damit wir die alle schön auf die Weide kriegen, ne? Wir haben doch gerade nicht so viel zu tun. Kriegen noch ein bisschen Auslauf. Ist ganz gut für die Klauen, ne? So ist der Plan. Ja. Auslauf. In den Hänger einladen. Ja. Okay. Wie viel haben wir da noch von?
in den Wagen einladen. Ja. Dann kriegen wir nämlich beim nächsten Mal alle mit. Wir müssen hier lang, ne? Super, Sir. Und hier gibt es ja noch diesen Wagen hinter, ne? Ich hatte mir den eigentlich so für die Marsch überlegt gehabt, diesen LKW. Wenn da mal Tiere oder so sind, oder Verkauf, dann können wir den nämlich da gut benutzen. Und deswegen testen wir den jetzt hier, ne? Wie gesagt, wir haben ja hier auch noch ein paar Schafe und Tiere durch die Gegend zu fahren. Der muss ja nicht an den Hof stehen, den können wir irgendwo hinstellen. Und dann benutzen wir, wenn wir brauchen, weil wir wahrscheinlich auch das Milchauto hier kaufen werden, ne? So ist der Plan dahinter. Zickt mein Lenkrad rum. Schon mal gesagt, ne? So, guck mal her. Die Mädels sind auch gleich auf der Weide, dann nehmen fix Wasser da hinfahren, ne? Läuft der Laden. Ne, alle. Stall ist leer. Perfekt. Vorwärtsgang rein. Ja, guck mal, die anderen kommen ja auch schon. Keine Panik hier für Titone. Svenny ist ja unterwegs. Guck mal, oh, ich liebe das, wenn die Tiere auf der Weide sind, ne? Kann ja jeder erzählen, was er will. Ich finde das einfach viel schöner. So, die haben es gut. Die müssen wir jetzt füttern und Wasser geben? Oh, ist so herrlich, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ah, schön. Füttern und Wasser geben und dann läuft der Laden. Gummi nicht rum, ne? Sag mal, wo stecken wir denn fest? Im Matsch. Den können wir erstmal da hinstellen, ne? Bis wir die Schafe holen. Die steht ja auch nicht so im Weg, ne? So, wir brauchen Fiat. Wasser geben. Aber ich läuft da. Oh, schon wieder Misten. Ja, nein, die kacken aber ganz schön doll, wer? Doch, gefällt mir gut. Was sagt ihr denn zu unserer neuen Kuhweide? Mir gefällt die richtig gut. Ja, ganz ehrlich. So können wir das lassen. Kann man im Winter reinholen oder lässt sie draußen? Je nachdem, ne? Das Einzige ist immer die... Obwohl Gesundheit ist in Ordnung. Da läuft auch. Hier läuft auch, ne? Geschlechtsreife, kann ich auch gar nicht.
Hier läuft. Die haben noch. Da habe ich eben den Rest noch reingetan, aber was da auf dem Boden ist, das kriege ich dann nicht mehr weg, ne? Bei euch? Müssen wir auch mal wieder Wasser hinfahren, ne? Ja, müssen ein bisschen Wasser fahren. Ich weiß, hier hinten kann man auch Wasser holen, aber wir machen das eben. Hey, lass mich mal eben gucken, wo da man Wasser holen konnte, oder? Ach. Wir machen das eben schnell hier voll. Geht da wutzi futzi. Düngerstreuer war auch Premium, wie ich das hier. Stellen wir den woanders eben in Schoppen. Ist der weggeräumt. Dann ist das auch erledigt. Alle wie zu klein, ne? Im Mischwagen hintergebunden. Dass wir das hinkriegen, ne, Leute? Dann läuft der Laden. Dann können wir uns nämlich erstmal das Stroh einstohlen sparen. Kriegen zwar kein Mist, aber ist auch nicht so schlimm. Ist hier überhaupt noch was drin? Ne, war ja auch Klo. Kann ich auch nur fragen, ne? Wie konnte ich nur fragen? Ich stelle mich kurz hier hin. Damit wir ja an die Pike drankommen. Wir müssen dich aber auch anmachen, ne? Dann 10,55 vom lieben Lars, ne? Die stellen wir ihm da hin. Da steht sie gerade nicht ganz so im Weg. Noch ne. Also von da her. Machen wir ihm das Gewicht wieder, ne? Was steht hier? Hier schicke vorhin. Er läuft. Zwar nicht so wie immer wie es soll, aber wir kommen gut voran. So, den da mitnehmen. Ich habe bald das Gefühl, wir haben zu wenig Heu, ne? Wo ich mir das eigentlich nicht so vorstellen kann. Gehst du da auch rein? Danke. Stimmen wir den wieder weg? Komm, lass mich hier stehen, ne? Pike runtermelden, nicht, dass da einer von euch reinrennt, wenn er über den Hof schludert. Perfekt.
lang her, ne? Ja, ja. Du musst mal aufräumen. Weil das sag ich jede Folge, ne? Und mach's trotzdem nicht. Nix reinkippen. Nochmal an den Hubel. Ja. Jetzt ist der Schlepper rausgegangen. Ich krieg einen Vögel, ey. B. Ja. Silage. Silage brauchen wir. Das passt. Jetzt müssen wir natürlich eine Ehrenrunde drehen, ne? Sonst kommen wir da nicht rein. Oh, genau, hier lang vornehmen. Das kriegen wir hin. Easy peasy. Locker von Hocker. Füttern wir ihm die Kühe und dann... Schick. Und die schon mal Futter auf der Weide. Ich glaube, der füttert zur anderen Seite. Ah, das gefällt mir richtig gut hier. Ich mag das wirklich, wenn die auf der Weide laufen. Ist schöner fürs Tierwohl. Ist zwar mehr Arbeit, aber das gefällt mir. Guck mal, das läuft. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.